Nehme ich jetzt zumindest mal stark an. Was ist hier hinten? Ah, die Boss-Tür direkt beim Eingang. Auch cool. Sonst gehen wir mal links, jetzt gehen wir zuerst rechts. Das war einfach nur eine Falle. Ja gut. Hier brauchst du einen Schlüssel. Ist hier auch irgendwas? Nein. Aha, ja. Oh, die haben wir ja draußen schon gesehen, ne? Die halten aus. Die wirken auch so, als hätten irgendwie so einen leichten Schutz davor, getroffen zu werden. Als würden die irgendwie die Raumzeit verkrümmen, ne? Irgendwas ist mit denen nicht richtig. Jetzt, wo ich meine. Wow. Direkt im Gegner respawnt, stark. Oh, gleich nochmal? Nicht wirklich, aber ich bin das erste Mal reingefahren. Drei Life passt. Okay. Dachte, da kommt vielleicht noch was. Das Ding bewegt sich da unten drunter. Ja, das, ja, wirkt es wirklich so, als würde es sich bewegen, aber nö. Okay, geht oben lang, geht links lang. Ja, komm, erstmal links. Oh no, das gefällt mir nicht, wenn es hier neue Herzen gibt. Hier ist nichts. Oh, da ist der Boss-Key. Ja gut, also das gefällt mir dann doch schon wieder, ne? Wenn du hier die TÜV-Plaketten kriegst. So. Warten wir mal, bis hier die Schüsse weg sind. So, nächste Runde. Ne, der wird oben aufgemacht. Also schwarz ist scheinbar nochmal einfach deutlich stärker als die rote Variante. Und das war's. Na gut. Und hier ist auch nochmal was am Start. Ach, ich liebe diese Geräusche. Ich liebe die einfach. Also oben ist aufgemacht worden. Das bringt uns nochmal zu einem Durchgang. Und hier. Oh Gott. So viel Zeug.
So viele Möglichkeiten. Wow. Stark. Okay. Erstmal der Durchgang. Okay, das ist alles. Ugh. Hätte ich vielleicht doch erst unten lang sollen, ha? Huh? Egal. Weil was gibt's hier? Wieso wundert mich das nicht? Das lief jetzt gerade ein bisschen besser, als man erwarten hätte können, ne? Oh, ich dachte, der wäre schon tot, ne? Aber das hat ihn einfach nur kurz geblockt. Auch cool mit seinen Jojo-Dingern. Naja, immerhin ein Life wieder zurück. Wir haben keinen fucking Schlüssel. Okay, den holen wir uns dann wahrscheinlich von unten. Nehme ich jetzt zumindest mal an. Warte mal, waren wir hier unten drin? Ja, gut. Bitte was? Vielleicht holen wir uns hier doch keinen Schlüssel. Ich habe hier eine, schon mal die Fähigkeit, ne? Wie ich die jetzt groß aktiviere, ist die andere Frage. Nicht von hier, nicht von dort, sondern von einem anderen Ort. Auch nicht hier sie, auch nicht da sie. Okay, dann habe ich wohl irgendwo ganz links was übersehen. Ah, warte mal. Doch, das kennen wir auch noch gar nicht, ne? Wow, ein Schlüssel in einem... in dem Kübel? Oh, astrein ausgewichen, ha? Ja, moin. Okay, da oben ist auf jeden Fall ein Knopf. Haben wir den fucking Schlüssel gebraucht? Oh Gott, ich und mein Kurzzeitgedächtnis, ne? Nee. Und ja, ich habe heute auch nur ein, zwei Stunden gepennt. Ist dem vielleicht auch nicht so zuträglich. Ah ja, hier, ne? Nochmal ein Schlüssel. Hier gibt es jetzt eine Sprungschanze. Okay.
Das sieht mir nach Kampfraum aus. Okay, oder auch nicht. So, gibt mir das was? Nope. Nope. Moment, ist das nicht nur der... Ist das nicht nur der Quick? Ach. Das ist jetzt so ein... Parcours auf Zeit. Okay. Ja, stark. Auch cool irgendwie, ne? Auch, dass das halbwegs intuitiv ist, wo man hin soll. Warte mal, hier ist man einfach nur dahin gekommen. Okay. Die Seerosen im Sprung verschoben. So, hallo. Oh, das ist natürlich nichts zum Töten. Wow. Moment, machen die zwei Schaden? Oder hatte ich nur noch einen Live? Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt? Eins fehlt noch für extra Schaden, ne? Weißt du was? Dann eben so. Die haben Iframes, wenn sie spawnen, ne? Okay. Cool, dass die alle gestunt werden, ne? Das ist gar nicht mal so insignifikant von der Zeit. Ja, ich habe lieber mehr von denen. Aber dafür so schwarz, dass die gleich platzen, ne, als hier die ganzen schwarzen Teile. Aber was machst du, Knöpfchen? Hier eine Sprungschanze? Spring ich dann einfach da rein? Das dachte ich, hier ist irgendwas krasses versteckt gewesen, ne? Aber ne. Obwohl ich einfach nur so ein Shortcut zur Sprungschanze. Wusch. Aha. In Slow-Mo. So, und jetzt können wir auf Wasser gleiten, oder was? Kriegen wir Pantons, oder wie? Sehr cool, dass das ein bisschen
bisschen rutschiger auch ist. Und schneller als an Land. Oh, das sieht mir auch nach so einem Wasserstraßenparcours aus. Ah ja. Gerade, dass wir nicht zu langsam waren, ne? Aber es war schon knapp, wenn ich mir das so anhöre. Können wir einfach überall an Land gehen? Ja, wie stark ist das denn? Unendliche neue Möglichkeiten, ne? Okay, die Teile halten hier. Ich gucke jetzt mal, ob hier oben irgendwo Risse in der Wand sind. Sieht aber nicht so aus. Moment. Kling. Ob das ist richtig war, den hier reinzustecken? Ich kann das nicht mal. Aber ja, was gibt ja diese wasserspawnenden Kackvögel. Warum hast du... Ah, egal, das ist wahrscheinlich nur Deko. Oh, ich bin ein absoluter Fan von der Eigenschaft. Oh. Mal gucken, ob ich hier oben irgendwo. Sah doch aus, als würde man hier dann da unten rauskommen, oder? Ach so. Ja, da gab es jetzt nicht unbedingt viel. Okay. Da ist der... Der Boss-Key. Hier müssen wir doch irgendwas machen. Irgendwo noch einen Schlüssel einstecken. Wir haben nämlich einen. Ah ja. Ich kann sagen, irgendwo gab es doch noch Chosen, wo wir nicht gewesen sind. Ja klar. Oh, zwei Schlüssel fehlen hier. Die sind an Land auch nicht so agil, ne? Ups. Absolute Ausweichmanöver, ne? Klar war das Absicht.
Und da platzt das Ding. Ah, hier ist es. Come on. Ich bin aber echt froh. Wow, er hat uns echt in den Schuss gespawnt. Stark. Ah ja. Kling, kling, Knall. Oh. Schon wieder so ein Teil. Nice. Oh. Muchas gracias. Okay, als nächstes 10. Puh, ich glaube, ich mach. Ja, mach mal so. Vorerst. Für mich zuckelt das immer, aber ich glaube, das ist einfach nur von. Ja, frei nach Motto: Lichtbrechung. Warum kann ich da noch nicht rein? Ja gut, es sind noch nicht fucking alle Gegner abgeschnetzelt worden. Jetzt hier unten der Schalter für das Herz oder was ist da los? Oh, war's das? Dankeschön. Gucken wir jetzt aber trotzdem mal, was wir hier freigeschaltet haben, ne? Ja, alright. Oh, gucken wir uns mal den Boss an, ne? Also. Einfach mal alles einsammeln, auch wenn es nichts bringt. Das wird schlitterig. Ist es ein großes U-Boot, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also er kriegt auf jeden Fall Damage. Also ist schon mal nicht gepanzert.
Okay, erste Phase. Überlebt. Ist ja schon mal was. Nein, es ist ein bisschen rutschig, ne? Aber anderen für sich. Jetzt auch nicht unbedingt so viel anders. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, was er mit seinen fucking Tails macht. Bin mir nicht sicher, ob der uns mit den Tails irgendwo weggeschleudert hat. Oder ob das einfach nur mein Unvermögen war. Im Notfall immer aufs Unvermögen schieben. Oh, come on. Oh ja! Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass er sowas raushaut. Holy fuck. Ja, das Schöne ist ja, bist du schnell wieder da. Dann machen wir es einfach besser als vorher, hm? Wahrscheinlich werden wir gleich jetzt in der ersten Phase getroffen. Okay, was können wir da noch hier für eins mitnehmen? Ich würde sagen, ich mach den da raus und... Ach, das braucht vier. Drehst du dich wieder, ne? Ah, okay, hinten triffst du ihn nicht. Gibt's. Ja, das ist ein bisschen einfacher, ne? Gefällt mir eigentlich dieser etwas engere Korridor, ne? Und dann nur so ein paar Kugeln. Einfach in die Phrasen ballern und alles ist gut, ne? So. Das ist jetzt aber böse gewesen. Einfach nicht da stehen, wo es leuchtet. Dreht er ab. Nur dreht er durch. Ah! Hat nicht mehr gereicht mit dem Mini-Boost. Das Pattern erinnert mich auch an Super Hexagon. Square. Das ist unendlich oder was schmutzt du da rum, Kollege?
Ja, okay. Das war etwas Mumpitz. Oh nein, das gefällt mir gar nicht. Wir haben nur ein Live, ne? Okay, gefällt mir nicht, dass wir so weit weg vom, oh, vom Circle sind. Okay. Wie so ein kleines Popcorn-Ding, ne? Ich glaube, da habe ich mir einen Cookie verdient. Gib mir den Cookie.